Vielleicht erinnern Sie sich noch, als Sie damals Bilder gemalt haben im Kunstunterricht. Versuchen Sie sich jetzt daran zu erinnern, wie das im Musikunterricht war. Erinnern Sie sich da, einmal Musik komponiert zu haben? Sehr wahrscheinlich nicht. Mein Name ist Guido Kramann und ich möchte Ihnen, was das Komponieren anbelangt, heute einmal eine neue Perspektive aufzeigen. Dass es so ist, dass man viel eher im Leben an das Komponieren, an das Malen herangeführt wird als ans Komponieren, mag mitunter daran liegen, dass dem Komponieren immer noch, anders als dem Malen, so ein Nimbus des Genialen anhaftet. So schreibt Wolfgang Amadeus Mozart 1780 an seinen Vater: Komponiert ist schon alles, aber geschrieben noch nicht. Diese etwas kecke Behauptung sagt offensichtlich aus, dass eben er schon die vollständige Komposition in seinem Geist eben entwickelt hat, noch bevor er die erste Note zu Papier gebracht hat. Heute weiß man, dass auch die berühmten Komponisten der Klassik ausprobiert haben, improvisiert haben, dass sie Arbeitspartituren benutzt haben, die sie später ins Reine geschrieben haben. Also auch hier wurde richtig gearbeitet. Ja. Aber es gibt noch andere Hürden. Als ich in der Schule meinem damaligen Musiklehrer initiativ einmal eine Komposition vorgelegt habe, hat er sie kurz angeguckt und dann mir ins Gesicht geguckt und gesagt: Mit sowas braucht man erst gar nicht anfangen, bevor man nicht Harmonielehre und Kontrapunkt gelernt hätte. Naja, autoritätsgläubig und beflissen, wie ich damals war, habe ich mir dann eine Anleitung zur Fugenkomposition gekauft und einen Harmonielehrekurs an der städtischen Musikschule belegt, nur um kurz darauf dann festzustellen, von Musiktheoretikern kann man sehr viel lernen, nur nicht das Komponieren. Viel später, aufgrund eines Wettbewerbs, bin ich dann in Kontakt zu dem ersten Komponisten in meinem Leben gekommen. Es war ein Schülerwettbewerb. Ich habe keinen Blumentopf gewonnen, aber alle, die teilgenommen haben, durften an einem Kompositionskurs teilnehmen an der Clara Schumann Musikhochschule in Düsseldorf. Das war so Mitte der 80er Jahre. Und gleichzeitig keimte mein Interesse an Computern auf. Und das zusammen hat mich zu dieser Komposition hier ermutigt, bei der ich eine kristalline Struktur, in eine Ebene projiziere, aus verschiedenen Ansichten heraus, und ein Koordinatensystem darüber lege, wobei dann die eine Dimension die Zeit und die andere dann eben der Tonhöhe entspricht. Und das dann eben bei diesen verschiedenen Ansichten als eine besondere Art des Variationssatzes umgesetzt. An so einem Beispiel sieht man, naja, wenn man etwas ganz Neues macht, muss man sich sofort auch fragen, ist das musikalisch funktionstüchtig? Kann man das sich anhören? Ist das irgendwo, wo ist da der Bezug dann wirklich zu dem Musikalischen dabei? Und was man auch an so etwas dann lernt, ist, je größer die Klarheit und Ordnung in dieser objektivierten äußeren Struktur ist, desto geringer ist oft der innere Bezug, das innere Erleben. Und das Umgekehrte, glaube ich, gilt dabei auch. Ja, wir kommen in unserer Welt zurecht dadurch, dass wir innere Modelle der mannigfaltigen Gegenstandsbereiche besitzen, die diese Welt ausmacht. Und es ist sehr aufwendig, diese Modelle zu lernen. Manche lernen wir als Kleinkinder, wie die Orientierung im Raum. Andere lernen wir ebenfalls unter großen Mühen in der Schule, wie beispielsweise die Mathematik. Warum nicht so ein vorhandenes Konzept benutzen, um komponieren zu lernen? Das ist eben der Ansatz, den ich hier eben vertrete. Und das Konzept, also dasjenige, was Sie bereits unter Mühen gelernt haben, ist die Mathematik, namentlich die Arithmetik, mit den Operationen Plus, Minus, Mal und Durch, die Ihnen, wenn ich das so sage, einfach trivial erscheinen, aber das hat lange gedauert, bis das so ist. So, wie soll das gehen?
Angewendet sollen diese Operationen auf die natürlichen Zahlen werden. Und diese werden bei dem Verfahren als Zeitfolge aufgefasst, wie Sie das hier links animiert sehen. Die Formel in der Mitte besagt das Gleiche. T ist die Identität von N0. Das besagt, die Folge T ist einfach eine Folge, die dem Ablauf der natürlichen Zahlen entspricht. Doch was ist so Besonderes an den natürlichen Zahlen und wo kann da irgendwo der musikalische Bezug sein? Ich habe auf meinen vielen Bahnfahrten zur Arbeit einige Mathematiker interviewen können dazu, Kollegen von mir, die gefragt haben, was ist denn das Wesen der natürlichen Zahlen? Und einer, Herr Socher, wo ist er? meinte dazu, das Wesen der natürlichen Zahlen ist wahrscheinlich, dass es Lücken gibt zwischen den Zahlen und dass es potenziell unendlich ist. Das waren so einige Antworten. Und ich habe für mich festgestellt oder beschlossen, das Wesen der natürlichen Zahlen liegt in deren Teilern. Und ich habe hier die ersten Primfaktoren als in die Betrachtung gezogen, 2, 3, 5 und 7, und zeige hier auf, wie viele von den 2ern, 3ern, 5ern und 7ern dann in den jeweiligen Folgenelementen vorkommen. Warum die unteren Primfaktoren? Naja, ich möchte Musik machen und die unteren Primfaktoren sind relevant sowohl in der Harmonielehre als Beziehungen zwischen den Frequenzverhältnissen der Töne als auch bei Rhythmen. Dreivierteltakt, Fünfachteltakt, wenn es hochkommt, alles kleine Primfaktoren, aus denen solche Elemente bestehen. Eine Quinte ist das Verhältnis 5 zu 3, eine Quarte eben und so weiter. 3 zu 2 und eine Quarte eben 4 zu 3 und so weiter. Und was Sie im nächsten Bild sehen, ist ebenfalls der Beginn der Folge der natürlichen Zahlen. Hier aber zeilenweise als kleine farbige Quadrate aufgezeichnet, wobei die Farben das Vorkommen der Primfaktoren wiederum 2, 3, 5 und 7 repräsentieren. Blau für 2, Rot für 3, Grün für 5 und Gelb für 7. Und aufgrund der bekannten gestalttheoretischen Gesetze fassen Sie als Mensch, wenn Sie das anschauen, gleichartige Dinge zusammen, nämlich gleichfarbige Punkte, die Sie sehen. Und die erscheinen Ihnen hier als Geraden verschiedener Steigung. Und das bedeutet, dass sich diese Primfaktoren in ihrer Menge, wie sie auftreten, rhythmisch anordnen über die natürlichen Zahlen und dass Sie diese Rhythmen und Ordnungen hier bildhaft wahrnehmen können. Und ein erster Schritt für das hier vorgestellte Kompositionsverfahren ist, diese Ordnungen zu verklanglichen erstmal, so wie sie sind. Wie kann man da vorgehen? Ich nehme tatsächlich dann nur die Anteile von 2ern, 3ern, 5ern und 7ern aus dieser Folge der natürlichen Zahlen, nehme die aber nicht direkt, sondern teile sie durch eine Zahl, die ich Basiszahl nenne, die ebenfalls nur aus 2ern, 3ern, 5ern und 7ern besteht, aber konstant bleibt. Das, was dann herauskommt, interpretiere ich als eine Frequenz und mappe das auf die uns bekannte temperierte Stimmung mit ihren Halbtonschritten. Dann, wenn das eine Frequenz ergibt, die spielbar ist und wenn überhaupt 2er, 3er, 5er oder 7er vorkommen. Primzahlen lasse ich aus, große Primzahlen. Und wie klingt das Ganze? Ja, vielleicht pflichten Sie mir bei, wenn ich sage, gar nicht so schlecht.
so für sich genommen. Und wie geht's weiter? Jetzt habe ich dieses Grundelement dieser natürlichen Zahlen für Klanglicht und das Verfahren arbeitet nun ähnlich wie bei Synthesizern Klänge erzeugt werden. Dort nimmt man eine Grundschwingung, manchmal, also bei bestimmten Verfahren, und wendet darauf nacheinander mehrere Filter an. Bei mir nimmt eben die Rolle der Grundschwingung die natürlichen Zahlen ein und die Rolle der Filter die arithmetischen Operationen. Und hier sehen Sie jetzt einen Editor, in dem man Formeln eingeben kann, die dann verklanglicht werden. Und immer wenn ich jetzt eine Operation eintippe und dann die Enter-Taste drücke, dann wird das, was Sie dann eben sehen als Formel, hörbar als Klang. Und das Schöne ist, ich kann, nachdem ich das hier präsentiert habe alles, Ihnen diese vier Tablets in die Hand drücken und Sie können gemeinsam hier ein Werk zusammen komponieren, was dann direkt gehört werden kann. Sie können, wenn Sie dann lieber was essen möchten, das Tablet dann auch weiterreichen an jemand, der da auch interessiert ist. Und naja, was soll denn da rauskommen, wenn ich jetzt hier beispielsweise sowas wie plus 6 oder sowas eingebe? Plus 6 würde bedeuten, dass Sie die Zahlen um 6 Stellen verschieben. Das bedeutet, dass Sie um 6 Pulse quasi das zeitlich vorziehen, was Sie hören. Also vorher hat man erst die 0 gehört, jetzt hört man schon die 6 sozusagen. Und wenn man jetzt dazu noch eine andere Stimme nimmt und die um andere Weise verschiebt, zum Beispiel plus 12, und das beides dann aktiviert mit der Enter-Taste, das ist ganz rechts unten, die Lösch-Taste daneben löscht immer das letzte Element, dann hört man eine Art Imitationskanon als musikalische Form. Eine Stimme läuft der anderen vorweg. Und so kann man die verschiedenen Operationen dann auch bekannten musikalischen Formen zuordnen. Und in diesem Fall klingt das nun so. Und jetzt schalte ich die andere Stimme dazu. Jetzt müsste eigentlich eine Klarinette erklingen, aber na, da muss ich nochmal gleich schauen. So. Dann mache ich das mit einer anderen Stimme. Ach jetzt, okay, warte mal, ich mach's nochmal. Okay. Ja. Wenn man weiter überlegt, Multiplikation beispielsweise bedeutet eine Verlangsamung des Ablaufs, Beschleunigung des Ablaufs, Division Verlangsamung und eine weitere wichtige Operation neben den Plus-Minus-Mal durch ist eben die Modulo-Division, eine so Restdivision genannt, die immer quasi den ganzzahligen Rest einer Division liefert. Und wenn Sie die anwenden, bekommen Sie repetitive Strukturen, wie Sie sie auch aus der Minimal Music kennen. Also wenn ich jetzt hier, modulo sind die drei Striche hier. Wenn Sie schauen, naja, das ist ein bisschen zu einfach.
Da sieht man schon dieses Repetitive dran und auch eine gewisse Gestalt, die da entsteht. Und je größer die Divisionszahl, desto komplexer dann diese Gestalt, die sich wiederholt. Auch damit lässt sich dann variieren. Also, was haben Sie jetzt gelernt? Sie hatten einen Blitzkurs in Komponieren. Und das Verfahren habe ich Ihnen eigentlich vollständig beschrieben. Sie könnten jetzt das auf Papier selber nachvollziehen und schauen, was kommt da raus, wenn ich jetzt diese Division durchführe und dann das in der Frequenz eben darstelle. Das heißt, der Computer wäre eigentlich nicht nötig, den ich hier benutze. Aber der hilft natürlich, diese Gestalten dann direkt erstmal zu visualisieren als Piano-Roll, auch sie direkt zu hören. Das heißt, hier verschmilzt sozusagen die Grenze zwischen Komponieren, Musizieren und Zuhören. Und es eröffnet eben auch für jeden Menschen, der Interesse daran hat, eben die Möglichkeit, eine musikalische Performance durchzuführen mit selbst komponierten Stücken. Damit bewege ich mich in einem Bereich, der sehr gut passt zu einer Bewegung, die aus Brasilien kommt, Ubiquitous Music um Damien Keller, die sich darum bemüht, einfach musikalische Praktiken erstmal für jedermann zu öffnen und die sich auch mit Dingen beschäftigt, wie eben die sozialen Komponenten in künstlerischen Praktiken. Ja, also spätestens an dem Punkt könnten Sie sich natürlich fragen, was davon kommt jetzt von mir, was kommt vom Kramann und was war schon immer da? Da ich das in 10 Minuten erklären konnte, ist das nicht so viel, was von mir kommt. Sie können das ganze Konzept erweitern mit anderen Operationen, mit eigenen Basiszahl und so weiter. Und das, was schon immer da war, das sind eben diese natürlichen Zahlen. Und es mag sein, dass das, was wir als Musik kennen, vielleicht nur ein Abglanz von etwas ist, was immer schon eben in der Welt da war. Und da werden mir dann eher die Mathematiker zustimmen. Das sind dann nichts anderes als die natürlichen Zahlen, die überall in der Welt vorhanden sind. Ja, das war mein Vortrag. Und jetzt direkt im Anschluss können Sie gerne das System einmal probieren. Die Klarinette hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum. Da muss ich jetzt erstmal checken.